Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Ebru's Beauty Lounge. Heute machen wir Lippenstift auftragen sozusagen. Es gibt ja eine Technik, die fast jede Frau anwendet. Zack, zack, rauf, tschüss. Und nach 2 Sekunden ist das wieder weggelutscht. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen zeige ich euch heute eine Technik, mit der der Lippenstift etwas länger halten sollte. Ja, fangen wir doch gleich an. Also ich achte erstmal darauf, dass ich meine Lippen ein bisschen, dass ich ein bisschen Feuchtigkeit spende, und das mache ich eigentlich immer mit einem Augengel. Und das habe ich jetzt gerade nicht da. Also ich trage ganz normal Augencreme oder sonstiges auf die Lippen auf, weil was gut für die Augenfältchen und so weiter sein kann, muss nicht unbedingt schlecht für die Lippen sein, oder irgendein Pflegestift oder. Lass es allerdings gut einziehen, weil wenn wir den Lippenstift nachher auftragen, sollte das nicht so fettig sein. So, dann will ich immer, dass dass die Hautfarbe der Lippe ein bisschen heller ist. Deswegen nehme ich persönlich immer noch ein bisschen Concealer und so ein Schwämmchen, tupfe das da einmal rein und gehe über meine Lippen, sodass der Grundton von meinen Lippen ein bisschen heller wird. Und manchmal trage ich es auch wirklich nur so mit dem Concealer. Als, ja, ich finde, es manchmal, wenn so ein sehr starkes Augen-Make-up passt, finde ich, kann man sehr gut so einen Concealer-Lippenstift tragen. Also, ihr tupft das ab. Muss ich so machen, die, ne? Ich glaube, das kann man so auch ganz gut erkennen. Ach da. Ihr braucht einen Lip Liner, am besten in euren Hautton, also in der Farbe von euren Lippen. Aber ich habe einen gefunden. Das ist ja das Tolle. Ich habe einen gefunden von P2 Volume Lip Liner, und der ist transparent. Cool. Den habe ich von Steffi empfohlen bekommen. Oh, what's this? Ach lol, ein Anspitzer. Wusste ich gar nicht. Okay. Also ihr nehmt euren Lippenstift und ihr habt ja eure Lippenkontur. Das soll ich doch nicht suchen, soll ich ja? Na, ich mache keinen Zoom. Also, ihr geht über eure Kontur der Lippen. Weil das verhindert sozusagen das Auslaufen des Lippenstiftes später. Und das Gute ist ja, der ist durchsichtig. Das heißt, ihr kennt es doch, wenn ihr Lip Liner macht und danach den Lippenstift aufträgt. Sagen wir, 3, 4 Stunden vergehen und der Lippenstift sollte wirklich weg sein. Dann habt ihr nachher diesen Rand von den Lip Linern noch da drauf, das sieht doch total kacke aus. Ja, es sieht nicht schön aus. Nicht güzel. So. Wenn ihr mit dem Lip Liner fertig seid, nehmt ihr jetzt den Lippenstift. Ich habe jetzt mich für einen dunklen Rotton entschieden. Das ist aus der e.l.f. Kosmetik Palette, der hier. Und den trage ich mit einem Pinsel auf. Das ist auch ein e.l.f. Pinsel, allerdings ist das eigentlich ein Concealer-Pinsel, aber ich finde ihn super für die Lippen. Ja, ich komme damit sehr gut zurecht. Also ihr dippt die Farbe rein. Und dann müsst ihr Vorsicht, ich glaube, ich brauche einen Spiegel. Okay. Ich glaube, da ist ein Spiegel drin. Ihr malt jetzt vorsichtig die Kontur von euren Lippen nach. Also ich fange immer von der Mitte an. Und streiche das nach außen. Und ich versuche auch wirklich nicht überzumalen, weil mit diesem Pinsel habt ihr super Kontrolle. Wenn man manchmal so Frauen sieht, die völlig übergemalt haben, das sieht nicht schön aus. Ich versuche mir dieses, das geht gar nicht abzugewöhnen. Das geht gar nicht. Ah. So, guckt. Damit könnt ihr super präzise arbeiten. Ja, meine Lippen sind ein bisschen schief. Also der liebe Gott hat mir jetzt nicht die vollkommensten Lippen geschenkt. Ist er auch nicht so richtig. Dafür kann ich mit anderen guten Sachen strahlen. Gar nicht eingebildet.
mag die Farbe. Und dann unten auch. Ach, eigentlich gibt es wirklich gar keine Make-up-Regeln. Ihr könnt das machen, womit ihr am glücklichsten seid. Ja. So. Jetzt habt ihr schön viel Lippenstift drauf. Was ich jetzt mache, ich habe hier so ein Tuch und da einmal rein. Dann habt ihr hier so einen Abdruck. Ne? Mhm. Oh, vielleicht kann ich den ja verloben. Mal gucken. So, und jetzt kommt das Wichtige. Ihr pudert diese Schicht von Lippenstift einmal ab. Wenn ihr Übung habt, dauert es echt nicht lange. Ich nehme einen Puderpinsel. Puder da drüber. Und jetzt kommt die zweite Schicht oben drauf. Und das macht halt diesen Lippenstift langhaltend. Es gibt ja auch Lippenstifte Long Lasting Lip. Bla, aber von denen halte ich nichts. Weil ich finde, danach sind die Lippen immer so trocken und das Maulgeschnitt. So. Et voilà, das ist euer Lippenstift. Er ist mir noch ein bisschen zu hell. Was kann ich denn da jetzt reinmixen? Gute Frage. Wo ist mein Kohlliner? Ja, also dieser Lippenstift ist mir ein bisschen... Oh, hier ist noch... Das kann ich wirklich nicht. Ich möchte ihn noch ein bisschen dunkler haben, deswegen mixe ich da jetzt ein bisschen schwarz mit rein. Oh, sehr gewagt. Schön fleckig. Ja. So geht's. Und jetzt habe ich den perfekten Lippenstift drauf. Und wenn ich jetzt nicht gerade so mache, oder sonstiges, dann sollte er halten. Ich habe immer die Angewohnheit, dass ich immer so mache. Und dann ist klar, dass er nach 2 Minuten weg ist. Und das habe ich mir jetzt abgewöhnt. Ich habe mir auch abgewöhnt, immer mit meinen Händen im Gesicht rumzufuchteln, weil die Region, an denen ich die meisten Pickel habe, ist immer hier. Und seitdem ich das nicht mehr mache, ist es nicht mehr. Vielleicht ist das ja mal ein Tipp. So, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein Highlight auf eure Lippen setzen. Dann braucht ihr einfach nur so einen schönen Schimmerlipgloss oder sonstiges. Und was ihr dann macht, ist... einfach nur in die Mitte der Lippe ein bisschen drauf zu tupfen. Guck, da leuchtet das jetzt ein bisschen mehr. Und dann habt ihr ein super Highlight. Ist das nicht wunderbar? Boah, ich muss echt über mich selber lachen, sorry. Ja. Schöner Look irgendwie. Gefällt mir gut. Ja, gut, das war das schöne Lippenstift-Video. Ich hoffe, das bringt euch weiter und oh Gott. Oh nein. Ja. Ach, ich finde, das sieht toll aus. Wie gefällt euch mein Augen-Make-up? Gut, ne? Ist euch was aufgefallen? Nichts, gar nichts. Außer die Haare jetzt. Guckt mal genau hin. Selbst meine Eltern haben es nicht bemerkt. Panne.
Vielleicht merkt es eine von euch und wer es als erstes merkt, gewinnt das. Na gut, meine Lieben. Dann wünsche ich euch alles Gute und dann sehen wir uns demnächst. Ich freue mich. Tschüss.